liebe Gäste, ich freue mich sehr, Sie heute im Namen von Bertelsmann in unserer Hauptstadtrepräsentanz begrüßen zu können. Zum zweiten Mal zu den UFA-Filmnächten. Wir sprechen über die Geschichte des Films, die Geschichte der bewegten Bilder und sehen einen Film von Fritz Lang. Und dieser Ära, dieser besonderen Epoche wollen wir mit den UFA-Filmnächten ein filmisches Denkmal setzen. Wir sehen heute Abend den ersten Teil der Nibelungen, Siegfried. Herzlichen Dank fürs Kommen. Erstmal ist das ein fantastischer Ort. Der Blick um die Stadt, die Vögel hier, die Schwärme, die vorbeiziehen. Man kann sich eigentlich gar nicht entscheiden, in welche Richtung man schauen möchte. Also man kann dem Schloss beim Wachsen zusehen. Ich spüre eine erwartungsfrohe Spannung. Alle freuen sich auf den Film. Die Nibelungen und das untermalt vom Filmorchester Babelsberg. Ich glaube, das wird ein sensationelles Erlebnis werden. Wunderbar. Ja, so muss Kino sein. Der erste Teil des Nibelungen-Epos, den Sie heute Abend sehen, handelt von Siegfried, dem unbesiegbaren Helden, der durch einen heimtückischen Speerwurf getötet wird. Ein Filmprojekt, dessen Auftraggeber ein Zeichen setzen wollten zur Leistungsfähigkeit der deutschen Filmindustrie nach dem Ersten Weltkrieg. Nee, auf jeden Fall ist es toll, dass Bertelsmann dieses Event hier hinter unserer Repräsentanz macht. Es ist, glaube ich, ein schönes Statement für Berlin, es ist ein schönes Commitment zu Berlin. Und ich glaube, das war ja auch wieder alles ausverkauft. Insofern ein toller Erfolg. Eine großartige Bildgestaltung, eine unglaublich schöne Musik. Ja, die kann man heute noch als Kinomusik gelten lassen. Also ich bin sehr beeindruckt. Also Live-Kino, das Freiluftkino gibt es ja ganz oft, aber dass man... Also erstens so einen alten Film mit so viel Geschichte zu sehen bekommen und dann auch noch mit Orchesterbegleitung. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Man war immer ganz überrascht, wo kommen denn jetzt die Glocken her und wo kommt jetzt dieses Geräusch her. Also war wirklich sehr, sehr toll. Es war irgendwie eine coole Atmosphäre. Also würde ich auf jeden Fall wieder machen. Ja, ich fand es außergewöhnlich. Alles war richtig toll. Eine sehr schöne Lage. Und ja, das Film war ein echtes Klassik. Ja. Ich finde es super.